Der unsterbliche Räuber. Herr Tong Yu, der kleine Vogel, war ein schlimmer Bösewicht. Er besaß viele Kinder und jüngere Geschwister. Sein Haus lag im Gebiet von Shonburi. Sein Handwerk aber war Raub und Plünderung. Nichts Geringeres als das war es, wodurch er sich den Lebensunterhalt verdiente. So kam es, dass die Menschen weit und breit in Furcht vor ihm erlebten. Eines Tages setzte König Taksin sich an die Spitze seines Heeres, um nach Rayong zu ziehen, wo er seine Residenz aufschlagen wollte. Sein Weg führte ihn durch Chonburi. Tong Yu, der kleine Vogel, erfuhr rechtzeitig von des Königs Absicht und trat ihm in den Weg, um Freundschaft mit ihm zu schließen. Der König merkte schnell, mit wem er es zu tun hatte. Er redete ihm ins Gewissen und versuchte ihn von seinem bösen Tun abzubringen. Wenn er die Wegelagerei aufgeben wollte, so könnte er Statthalter von Chonburi werden. Von Stund an hörte Tong Yu, der kleine Vogel, mit seinen Raubüberfällen auf und folgte den Befehlen des Königs Taksin. Lange Jahre vergingen. Tong Yu, der kleine Vogel, hatte immer die Versuchung widerstanden. Aber schließlich war er wieder zurückgefallen in seine alte Bosheit und als Räuber zog er abermals umher, um die Bauern in den Dörfern auszuplündern. Das konnte König Taksin nicht verborgen bleiben. Aufs Höchste erzürnt befahl er, Tong Yu, den kleinen Vogel, hinzurichten. Jedoch, was die Scharfrichter auch mit ihm anstellen mochten, er starb nicht. Es war nämlich von außen unverwundbar. Endlich fand er den Tod durch einen Bambuspfahl, den man ihm durch den After in den Körper trieb. Wo Tong Yu, der kleine Vogel, gestorben war, wuchs ein schwarzer Pflaumenbaum auf, der noch heute auf dem Marktplatz von Chonburi steht. Und man erzählt, dass er in der schwarzen Pflaume ein mächtiger Geist haust. An manchen Tagen kann man dem Gerest des Baumes halb versteckt eine Kinderwiege sehen. Dann hört man wohl auch eine Stimme, die ein Schlafliedchen summt. So manches Mal kamen Menschen und hängten sich an dem Pflaumenbaum auf, um zu sterben. Wer aber je versuchte, den Baum zu fällen oder umzuhacken, der fiel auf der Stelle tot um. So gab es bald niemanden mehr, der es wagte, die Hand gegen die schwarze Pflaume zu erheben. Bis heute wächst und gedeiht der Baum inmitten der Stadt. Der Geist des Räubers Tong Yu, des kleinen Vogels, wuchs und verwandelte sich zu einem blutsaugenden Dämon, furchterregend und groß. So erschien er den Bürgern, wenn er auf der Suche nach einem Opfer über die Dächer der Häuser am Marktplatz hinwandelte. Es gab kein Mittel gegen ihn, bis die Bauern entdeckten, dass einzig Büffelrennen seine Aufmerksamkeit von seinen Opfern abzulenken vermochten. Jedes Jahr veranstalteten sie daher ein Fest für den Geist des Räubers Tong Yu, des kleinen Vogels. Und durch das Wettrennen der Wasserbüffel beschwichtigt, macht der Geist sich unsichtbar und das Feuer brennt nicht mehr. Das Fest der Büffelrennen veranstalten die Bürger von Chonburi jedes Jahr. Und dem Geist des Räubers haben sie ein Häuschen errichtet am Markt, vor dem sie alle in Ehrfurcht ihre Opfer verrichten, denn sie fürchten des Geistes Zaubermacht. Herr Tong Yu, der kleine Vogel, heißt bei ihnen längst der große Vater Herr.